Liebe Kommilitonen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Informationsvideo zum Modul 31011, zum Modul externes Rechnungswesen. Inhalt dieses Videos soll zum einen sein, eine Vorstellung von Möglichkeiten, wie man dieses Modul bearbeiten kann, und zum anderen eine relativ konkrete Herangehensweise an die Klausurvorbereitung. Hierbei ist zu beachten, dass sämtliche Hinweise, Anregungen, die wir in diesem Video geben, wirklich nur Vorschläge sind, die Sie sich überlegen können anzunehmen. Es ist allerdings kein Muss, das Modul entsprechend zu bearbeiten, sondern wichtig ist nachher, dass Sie den Stoff können und die Klausur bestehen. Auf welche Art und Weise Sie das tun, bleibt sozusagen Ihnen überlassen. Nichtsdestotrotz möchten wir ein paar Hinweise geben, was wir aus Lehrstuhlsicht für sinnvoll halten. Fangen wir einfach mal an mit dem Punkt 1, Modulbearbeitung. Was wir besonders relevant halten, ist, dass Sie Arbeitsgruppen bilden. Arbeitsgruppen kann man bilden im echten Leben oder auch online mit entsprechenden Management, mit entsprechenden Tools wie beispielsweise Zoom oder Adobe Connect oder Microsoft Teams. Das sind Hilfsmittel, die mittlerweile allen zur Verfügung stehen, die wirklich gut sind, um auch im Internet Gruppenarbeit gut durchführen zu können. Im echten Leben werden Sie wahrscheinlich eher eine Gruppe finden im Ballungsgebiet, in den großen Städten, wo andere Kommilitonen sind, die mit Ihnen das gleiche Modul studieren. Aber Online-Gruppen sind im Prinzip ortsunabhängig. Das heißt, Sie können wirklich sich eine Arbeitsgruppe suchen mit Kommilitonen, die auch vielleicht woanders leben, in einem anderen Land sogar leben. Warum halten wir Arbeitsgruppen für wichtig? Klar, das erste Naheliegende ist, Sie können mit den Kommilitoninnen, mit den Kommilitonen in der Arbeitsgruppe Sachfragen klären. Das heißt, Sie haben beispielsweise einen Buchungssatz nicht verstanden, eine Berechnung nicht verstanden. Ein anderer Kommilitone aus der Gruppe hat das getan, eine andere Kommilitonin, und kann Ihnen sozusagen helfen oder Sie können den anderen Kommilitonen helfen, diese Sachfrage, die Sie haben, einfach zu klären. Zweiter wichtiger Punkt. Wenn Sie eine Arbeitsgruppe bilden, haben Sie eine geringere Hemmschwelle, bestimmte Fragen zu stellen. Das ist ein Klassiker. Man denkt manchmal, ist meine Frage zu unwichtig oder ist sie vielleicht lächerlich? Da traue ich mich nicht, das den Mentoren zu stellen oder den Betreuern zu stellen oder auch ins Diskussionsforum der Modul-Lernumgebung hereinzustellen. Ist es einfacher, das mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zu diskutieren oder auch zu fragen, die man vielleicht ein bisschen besser kennt, und wenn Sie eine Arbeitsgruppe haben, die ein bisschen länger besteht, ist halt die Hemmschwelle, bestimmte Fragen zu stellen, einfach geringer. Arbeitsteilung. Man muss nicht immer alles selber machen, man kann sich auch untereinander helfen. Arbeitsteilung kann beispielsweise so aussehen, dass eine Person der Arbeitsgruppe alte Klausuren runterlädt, die nächste dafür sich Übungen sucht im Internet. Oder auch so, dass man vielleicht die eine zwei Klausuren rechnen lässt und sie möge dann erklären, wo die Schwierigkeiten in diesen Klausuren waren. Der nächste der Arbeitsgruppe rechnet zwei andere Klausuren und erläutert die besonderen Schwierigkeiten. Das heißt, man kann sich hier wirklich Arbeit aufteilen, um ein bisschen Zeit zu sparen, um im Lernfortschritt gut voranzukommen. Strukturierte Arbeitsweisen verstärken. Eine Arbeitsgruppe trägt dazu bei, dass man eine gewisse Struktur, eine gewisse Ordnung aufrechterhalten oder erstmal sogar etablieren kann. Beispielsweise, indem Sie sich verabreden, einmal oder zweimal in der Woche mit der Arbeitsgruppe zu kommunizieren. Wenn Sie wissen, heute Abend ist Arbeitsgruppentreffen, wir diskutieren beispielsweise die Lohnabrechnungen, müssen Sie sich zu diesem Zeitpunkt auf die Lohnabrechnung mehr oder weniger vorbereitet haben. Und das heißt, Sie werden sozusagen an die Hand genommen, ich muss das jetzt machen, haben eine gewisse Struktur da drin, was Sie machen, lernen möchten, müssen. Organisatorisches Mehrwissen. Es ist häufig so, dass der eine oder andere etwas weiß aus organisatorischer Perspektive, was der andere nicht weiß. Beispielsweise, Sie suchen den Kontenplan, wissen aber nicht, wo der ist. Einer aus der Arbeitsgruppe ist sicherlich dabei, der weiß, dass das in Moodle unter den Hilfsmitteln steht und das entsprechend sagen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele organisatorische Sachen, die man untereinander kommunizieren kann. Organisatorische Zusatzkompetenzen. Das bezieht sich jetzt nicht direkt auf den Inhalt dieses Moduls, aber wenn man eine Arbeitsgruppe organisiert,
sei es im echten Leben oder auch online, erwirbt man sich bestimmte Kompetenzen, beispielsweise mit einem Hilfsmittel wie zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams umzugehen. Oder eben zu klären, was bearbeiten wir denn heute? Das sind Sachen, die man gut fürs Leben gebrauchen kann, nicht unbedingt fürs Modul, aber das sind diese typischen klassischen Zusatzkompetenzen, die man sich damit erwerben kann. Defiziterkennung ist ein etwas unangenehmes Thema, aber wenn man alleine arbeitet und man hat irgendwo eine Schwäche bei einem bestimmten Bereich der Buchhaltung des Jahresabschlusses oder der Steuerlehre, fällt einem das selber, wenn man im stillen Kämmerlein arbeitet, vielleicht nicht so auf. Wenn man in einer Arbeitsgruppe arbeitet und die diskutieren gerade über die sogenannten oder die gerade genannten Lohnabrechnungen und Sie sind der Einzige, die Einzige, die da vielleicht größere Schwierigkeiten hat, merken Sie sofort, okay, da muss ich noch etwas tun. Deshalb ist Defiziterkennung eigentlich nichts Negatives, sondern wirklich was Positives. Man weiß, wo man noch etwas Arbeit, etwas Zeit investieren kann und muss. Gegenseitige Motivation. Gerade in einem Fernstudium ist es so, dass man, wenn man auch neben der Arbeit, neben der Familie her studiert, oft mehrfach belastet ist und einen Durchhänger hat, dass es nicht alles auf Anhieb klappt, wenn man mal was nicht versteht. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, dem es vielleicht ähnlich geht, weil Durchhänger sind völlig normal in jedem Studium, sei es an der Präsenzuni oder auch im Fernstudium. Und deshalb ist es ganz gut, dass man sich gegenseitig vielleicht mal bestärkt, komm, du schaffst das, das kriegen wir bis zur Klausur hin, es ist heute ein doofer Tag. Motivation, gegenseitige Motivation ist mit Sicherheit was, was jeder von uns am einen oder anderen Tag gebrauchen kann. Soziale Kompetenz, Kooperationskompetenz, Kommunikationskompetenz, das fasse ich jetzt alles mal so zusammen. Als Fernstudent, als Fernstudentin ist Ihnen mit Sicherheit schon mal das Vorurteil entgegengeschlagen, oh, du sitzt ja ganz alleine und lernst für dich das Wichtigste am Studium, mit den anderen Leuten dich auszutauschen, das hast du ja gar nicht. Arbeitsgruppen können dem entgegenwirken. Wenn beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch ein potenzieller Arbeitgeber Ihnen so etwas sagt, Fernstudium ist ja gar kein richtiges Studium, Sie unterhalten sich ja gar nicht mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, können Sie sagen, nein, nein, das stimmt nicht, wir haben uns mindestens zweimal in der Woche mit Arbeitsgruppen getroffen, beispielsweise eben über Zoom, und haben bestimmte Sachen wirklich besprochen. Gerade die neuen technischen Möglichkeiten sind gut dafür geeignet, solche Dinge analog zur Präsenzuni zu machen. Abbildung der realen Berufswelt geht im Prinzip in die gleiche Richtung. Auch im realen Leben, außerhalb des Studiums, müssen Sie im Regelfall mit anderen Menschen im Team zusammenarbeiten. Und insofern ist die Gruppenarbeit, die Arbeitsgruppe nichts anderes als das reale Leben. Und insofern ist das mit Sicherheit nicht von Nachteil. Netzwerk knüpfen. Wenn Sie sich eine Arbeitsgruppe aufgebaut haben, vielleicht eine gute Arbeitsgruppe, die auch über mehrere Module zusammenhält, vielleicht über ein halbes Studium oder so ein ganzes Studium, dann kennen Sie schon Menschen, die auch an der Fernuni studiert haben, die vielleicht den Abschluss von der Fernuni erlangt haben, im späteren Berufsleben. Man sagt, das Netzwerk ist am Studium eine der wichtigsten Sachen. Das heißt, man kann auch im späteren Berufsleben, wenn man den Abschluss nutzt, beim einen oder anderen mal anrufen, nachfragen, bestimmte Sachen sich erbeten. Das nutze ich heute selber auch noch, dass ich ehemalige Kommilitonen beispielsweise bei bestimmten Dingen anspreche, ob sie mir helfen können. Und deshalb ist das Netzwerken auch an der Fernuni nicht zu unterschätzen. Und eine Arbeitsgruppe trägt dazu bei, dass Sie Kommilitonen kennenlernen und auf lange Sicht vielleicht sogar ein Netzwerk knüpfen können. Wichtig bei der Gruppenarbeit ist, dass Sie im Prinzip zwischen Gruppen- und Einzelarbeit wechseln. Das heißt, wenn Sie einen Termin haben, wo Sie sich mit der Arbeitsgruppe treffen, müssen Sie natürlich schon vorher sich mit der Themenstellung entsprechend befasst haben, damit nicht die Zeit dafür verschwendet wird, dass Sie erstmal in die Themenstellung reinkommen müssen, was die Arbeitsgruppe besprechen möchte. Also beispielsweise gucken Sie sich die Lohnabrechnungen zuerst zu Hause an, probieren die zu verstehen und in der Arbeitsgruppe gehen Sie dann nachher hin und diskutieren beispielsweise Sachen, die Sie nicht verstanden haben oder Besonderheiten oder Schwierigkeiten. Das heißt, optimal ist wirklich das Alternieren zwischen Einzel- und Gruppenarbeit. Regelmäßige Treffen. Das Problem bei Arbeitsgruppen ist sehr häufig, dass Sie nach einer gewissen Zeit einschlafen. Deshalb sollten Sie versuchen, einen Plan aufzustellen, wann treffen wir uns denn? Beispielsweise an jedem Donnerstagabend um 18 oder 19 Uhr oder an jedem Dienstag oder am Wochenende, je nachdem, wann die Gruppenmitglieder alle können. Regelmäßigkeit bedeutet dann von vornherein festzulegen, wann trifft man sich. Sacharbeit ist sehr wichtig.
Das, was ich gerade gesagt habe, das Netzwerken, die persönlichen Bindungen, persönliche Kontakte zu knüpfen, das ist sehr gut. Aber eine Arbeitsgruppe sollte natürlich vorrangig der Sacharbeit dienen. Das heißt, Fußballergebnisse zu diskutieren, kann man eine Minute lang machen, aber dann ist es auch gut und dann werden wirklich die Probleme, die man hat, angesprochen und bearbeitet. Annähernd gleicher Arbeitseinsatz aller Gruppenmitglieder. Das hat jeder von uns schon mal erlebt, dass man das Gefühl hat, dass der ein oder andere Teilnehmer an der Gruppe vielleicht deutlich weniger macht als die anderen. Dass alle genau gleich viel machen, geht ohnehin nicht. Positiv hervorheben für die Kommilitonen, die mehr machen. Je mehr sie anderen beibringen, umso mehr lernen sie auch für sich selber. Aber wenn Sie jemanden dabei haben, der wirklich mal deutlich weniger macht, sprechen Sie ihn darauf an. Wenn er eine Arbeitsgruppe gegebenenfalls gar nicht funktioniert, lösen Sie die Arbeitsgruppe auch auf und probieren Sie vielleicht eine andere Arbeitsgruppe zu finden. Aus unserer Erfahrung tragen Arbeitsgruppen nicht nur für das externe Rechnungswesen, sondern für das gesamte Studium wesentlich zum Erfolg bei. Aus den genannten Gründen, die wir gerade dargelegt haben, glauben wir, dass Arbeitsgruppen ein essentieller Bereich sind, wenn irgend möglich, um ein Studium oder ein Modul erfolgreicher abzuschließen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Nutzen Sie Moodle. Die meisten von Ihnen werden sich vielleicht die Moodle-Lernumgebung schon angesehen haben. Sie haben dort ein Nachrichtenforum, ein Diskussionsforum und ein Organisationsforum. Da gilt im Prinzip das Gleiche. Sie haben die Möglichkeit, bei Problemen andere Kommilitoninnen, andere Kommilitonen anzuzapfen, deren Wissen anzuzapfen oder aber auch das Wissen unseres Online-Mentors anzuzapfen, um bestimmte Sachen erklärt zu bekommen, um bestimmte Sachen zu verstehen. Organisationsforum, um organisatorische Sachen zu klären. Wo findet die Klausur statt? Wo muss ich in Düsseldorf hin? Welcher Hörsaal ist das? Solche Dinge. Nachrichtenforum natürlich wichtig. Wenn wir irgendwelche Nachrichten haben vom Lehrstuhlseite, die wichtig sind, stellen Sie da ein. Sie finden in Moodle das Kursmaterial in PDF-Version. Das ist ganz interessant. Wenn Sie rein elektronisch arbeiten wollen, beispielsweise, Sie haben einen Annotator, wo Sie sich ja, Notizen in das Online-Skript machen können, dann können Sie das Skript genauso bearbeiten wie in Printform und insofern können Sie da das Kursmaterial auch runterladen. Übungsmaterialien finden Sie in verschiedenen Formen in der Moodle-Lernumgebung. Dazu muss man sagen, die Moodle-Lernumgebung ist nicht statisch, sondern die entwickelt sich von Semester zu Semester. Das heißt, an den verschiedenen Stellen finden Sie Übungsmaterialien, im Regelfall beispielsweise in den Einsende- und Selbstkontrollarbeiten. Das Online-Mentoriat, ich habe es gerade schon angesprochen, ist relativ interessant für Sie, weil dann haben Sie einen wirklich kompetenten Ansprechpartner, der in der Materie fit ist und die Aussagen des Online-Mentors sind sehr vertrauenswürdig, beispielsweise wenn Sie ein bestimmtes Problem nicht mit Ihren Kommilitonen lösen können oder wenn beispielsweise sich verschiedene Meinungen bilden innerhalb der Studentengruppe, wie es denn nun richtig zu lösen wäre, ist der Online-Mentor im Regelfall der Schiedsrichter, der Helfer, der Ihnen wirklich weiterhelfen kann. Wir geben Literaturempfehlungen. Literaturempfehlungen sind manchmal ganz gut, um nochmal vielleicht Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen oder auch nochmal mehr Übungsmaterial zu haben. Die FAQs liegen mir persönlich sehr am Herzen, weil wir erleben es immer wieder, dass die gleichen Fragen gestellt werden. Sei es an uns oder an unseren Online-Mentor. Und wir haben es ganz oft, dass wir dann eine E-Mail-Frage beantworten mit: Sehen Sie die FAQ-Frage 23, da wird Ihre Frage beantwortet. Wir schreiben es auch in das Skript rein. Das Erste, was Sie machen sollten als Student im Modul externes Rechnungswesen, lesen sich die FAQ-Fragen durch und wenn Ihnen mal eine organisatorische Frage kommt, schauen Sie in die FAQ rein, ob die da nicht geklärt ist. Die allermeisten Fragen sind dort bereits geklärt. Wenn eine Frage dort nicht geklärt ist, können Sie natürlich den Online-Mentor oder uns ansprechen. Arbeitshilfen, da haben Sie beispielsweise den Kontenplan oder Abschlussübersichten in Blankoform, die Sie zur Bearbeitung beispielsweise in der Buchhaltung nutzen können. Links zu den Mentoriaten. An welchen Studienzentren gibt es Mentoriate? Gibt es Online-Mentoriate? Sie finden in Moodle die aktuelle Form der Mentoriate, die angeboten werden und zu denen Sie dann Zugang bekommen können. Einsenden und Selbstkontrollarbeiten. Sie sollten natürlich alle Aufgabenstellungen seines Einsende- oder Selbstkontrollarbeiten des Moduls bearbeiten.
Die Einsenderarbeiten sind natürlich verpflichtend. Sie müssen 50% der Einsenderarbeiten bestehen. Dabei ist es egal, ob Sie von den 4 Einsenderarbeiten 2 in der Buchhaltung oder 2 im Jahresabschluss oder von jedem eine bestehen. Sie haben damit die Zulassung zur Klausur erhalten. Zu Übungszwecken ist es natürlich absolut sinnvoll, alle Einsenderarbeiten zu machen. Hinweise zu den Abschlussklausuren finden Sie natürlich auch in der Moodle-Lernumgebung. Da können Sie im Prinzip sehen, wie bearbeite ich eine Abschlussklausur oder ähnliches. Aus unserer Perspektive für eine erfolgreiche Bearbeitung ist, dass Sie sich intensiv mit Moodle auseinandersetzen, dass Sie Moodle nutzen und dass Sie sich in Moodle nicht nur als stiller Leser tummeln, sondern vielleicht in dem Diskussionsforum auch mal wirklich sich trauen, Fragen zu stellen oder auch probieren, Lösungen mitzuerarbeiten. Gucken Sie nicht nur einmal in Moodle rein, nutzen Sie die Moodle-Lernumgebung regelmäßig. Ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder sehen, fangen Sie mit der Klausurvorbereitung rechtzeitig an. Es gibt immer wieder den einen oder anderen Kommilitonen, die dann so 2 Wochen vor der Klausur feststellen, oh Gott, ich muss eine Klausur schreiben, wie sieht so eine Klausur überhaupt aus? Probieren Sie schon während des Studiums der Module zu gucken, wie sieht denn so eine Klausur überhaupt aus? Worauf muss ich vielleicht besonders achten? Was kommt vielleicht besonders häufig in Klausuren dran? Dafür sind auch die Abschlussklausuren, die wir bereitstellen, sehr relevant. Gucken Sie sich das mal an, was so die typischen Fragestellungen in Klausuren, die typischen Aufgabenstellungen in Klausuren sind. Und damit kann man schon frühzeitig anfangen, auch während des Skriptlesens schon zu sehen, okay, wie kann ich mich vielleicht zielorientiert auf die Klausur vorbereiten? Lernen Sie kontinuierlich, da gilt genau das Gleiche. Es ist besser, Sie lernen jede Woche kontinuierlich, als wenn Sie probieren, sich das Wissen innerhalb von einer Woche vor der Klausur draufzuschaufeln. Der Erfolg durch kontinuierliches Lernen ist in jedem Fall größer, mindestens im realen Lernen. Das heißt, dass Sie die Sachverhalte behalten können. Man kann sich natürlich ganz schnell vielleicht auch mal was draufschaffen, damit eine Klausur bestehen, aber spätestens im nächsten Semester haben Sie es dann vergessen. Deshalb ist kontinuierliches Lernen wichtig, weil wenn Sie bestimmte Sachverhalte nur für die Klausur lernen und nicht regelmäßig lernen, in 2, 3 Semestern kann Ihnen das wieder vor die Füße fallen, weil dann bestimmte Sachverhalte doch wieder angesprochen werden und dann müssen Sie sich, weil Sie sie nicht mehr wissen, nochmal aneignen. Erarbeiten Sie eine persönliche Lernstrategie, das habe ich zu Beginn des Videos schon einmal gesagt. Jeder von Ihnen kann sich an diese Hinweise, an diese Tipps, die wir Ihnen hier geben, halten, muss es aber nicht. Nicht alles ist für alle Studierenden gleich gut oder gleich sinnvoll. Sie sollten sich gerade am Anfang des Studiums überlegen, was hilft mir denn persönlich, bestimmten Stoff zu verstehen, zu erlernen und auch für die Klausur klausuradäquat wieder hervorzubringen. Wenn Sie das am Anfang des Studiums machen, sich eine eigene Lernstrategie erarbeiten, haben Sie im gesamten Studium leichter, als wenn Sie nie so genau wissen, was soll ich denn lernen, wie soll ich denn lernen. Lernstrategie heißt einmal, wie muss ich denn überhaupt vorgehen, um bestimmten Stoff zu begreifen? Wie muss ich vorgehen, um den Stoff auch zu behalten? Und wie muss ich vorgehen, um die Klausur zu bestehen? Diese 3 Punkte sagen nochmal explizit das, was ich gerade probiert habe zu erläutern. Setzen Sie Lernhilfsmittel ein. Lernhilfsmittel können beispielsweise die klassischen Karteikarten sein, die in einem bestimmten System repetieren, helfen. Es können aber auch Mindmaps sein, Visualisieren oder Zusammenfassungen von bestimmten Stoffen, wobei bei Zusammenfassung es im Regelfall hilft, sie selber zu machen, als irgendwelche Zusammenfassungen von anderen zu übernehmen, weil durch eigene Zusammenfassung das Ganze einmal durch den Kopf gehen muss und dann besser hängen bleibt. Aber auch da gilt, je nachdem, was für ein Lerntyp Sie sind, je nachdem, was für Sie sinnvoll ist, kann man verschiedene Lernhilfsmittel einsetzen. Sie sollten sich aber wirklich überlegen, ist vielleicht eines dieser Lernhilfsmittel für mich selber sinnvoll, um den Stoff dieses Kurses gut zu verstehen und nachher für die Klausur auch wirklich hinzubringen. Setzen Sie sich Lernziele und auch Belohnungen. Lernziele bedeutet, probieren Sie zu sagen, okay, heute möchte ich das verstehen. Beispielsweise möchte ich heute verstehen, wie die Lohnabrechnung funktioniert. Ich möchte heute verstehen, wie kann ich das wirklich machen, dass ich eine Lohnabrechnung, eine Aufgabe zur Lohnabrechnung wirklich sehr gut rechnen kann. Und wenn Sie es dann geschafft haben, beispielsweise am Ende des Tages, setzen Sie sich eine kleine Belohnung. Belohnung kann das sein, was Ihnen Freude macht. Kann ein Film sein, den Sie am Fernsehen gucken, Zeit mit der Familie, die Sie sich gönnen, ein leckeres Essen, alles das, was Ihnen gut tut. Dann verknüpfen Sie nämlich das Lernen mit etwas Positivem. Sorgen Sie für Lernausgleich.
Es gibt ganz viele Studenten, die setzen sich hin, sagen, ich muss jetzt aber lernen, und man merkt sofort, es geht nichts in den Kopf rein. Manche Studenten probieren 8 Stunden am Tag zu lernen, weil es zeitlich vielleicht nicht anders möglich ist oder schwer möglich ist. Das ist sehr, sehr häufig kritisch, weil im Prinzip, wenn man sich zwingt zu lernen, das muss ich jetzt aber lernen, bleibt es meistens nicht im Kopf hängen. Das heißt, sorgen Sie für Lernausgleich, machen Sie Pausen, gehen Sie eine Runde spazieren, kümmern Sie sich um die Kinder, machen Sie etwas Sport. Das soll natürlich nicht dazu führen, dass Sie diese Dinge hauptsächlich machen. Das Lernen muss sein. Aber wenn man merkt, okay, es geht jetzt nicht mehr, muss man sich nicht krampfhaft am Schreibtisch festhalten, sondern machen Sie erst was anderes. Probieren Sie eine halbe Stunde später oder eine Stunde später nochmal, ob das Lernen wieder besser funktioniert. Setzen Sie sich mit der Klausursituation auseinander. Gerade am Anfang des Studiums ist es für viele Kommilitoninnen und Kommilitonen doch wieder ungewohnt, beispielsweise an einem Hörsaal zu sitzen. Schauen Sie sich vielleicht, wenn Sie früh genug am Klausurort sind, den Hörsaal vorher an, gucken Sie sich vielleicht die Uni an, stellen Sie sich vor, wie ist das denn jetzt? Bereiten Sie sich beispielsweise darauf vor, dass die Klapptische in Hörsälen kleiner sind als der Schreibtisch, den Sie zu Hause gewohnt sind. Das sind alles Dinge, wenn Sie das erste Mal machen, das nicht gewohnt sind, kann das zu Überraschungen führen. Deshalb setzen Sie sich mit der Klausursituation, so wie sie auf Sie zukommen wird, vielleicht mal auseinander. Später im Studium wird das wahrscheinlich für Sie dann irgendwann selbstverständlich sein, aber gerade am Anfang des Studiums ist das nicht das Verkehrteste, um dann die Angst oder die Sorge zu überwinden. Sie haben dann die Klausur, die Sie bestehen möchten, und dann muss noch eine neue Situation kommen, beispielsweise unbekannte Universität, unbekannter Hörsaal, unbekannter Schreibsaal. Deswegen mit der Klausursituation auseinandersetzen. Komme ich jetzt zum zweiten Punkt, der inhaltlichen Klausurvorbereitung. Man sollte möglichst viele Aufgaben und Übungen rechnen. Das heißt, die Aufgaben und Übungen in den Skripten beispielsweise, aber auch die Aufgaben und Übungen in den Einsendearbeiten, auch in den Selbstkontrollarbeiten. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Sie müssen 2 Einsendearbeiten bestehen von 4, die wir anbieten, um in der Klausur zugelassen zu werden, um zur Klausur zugelassen zu werden. Es ist egal, welche der Einsendearbeiten, welche der 4 Einsendearbeiten Sie bestehen, es müssen 2 davon sein. Selbstkontrollarbeiten sind freiwillig, was häufig dazu führt, dass die Studierenden denken, naja, so wichtig sind sie nicht, das stimmt nicht, sie geben nochmal extra Übungsmaterial, das sie auf jeden Fall wahrnehmen sollten. Weiterführende Literatur konsultieren. Wir empfehlen natürlich die Bücher Littgemann, Holtrup, Schulte, Buchführung, Littgemann, Holtrup, Rheinbacher Jahresabschluss, weil Professor Littgemann und ich und weitere Autoren, die diesen Kurs früher einmal betreut haben, geschrieben haben. Das heißt, diese Bücher sind durchaus auf den Kurs zugeschnitten. Wenn Sie mit den Büchern nicht klarkommen, wenn Sie andere Bücher haben, können Sie natürlich auch mit anderen Büchern lernen. Aber es ist nicht verkehrt, mehr Übungsmaterial zu haben, als vielleicht nur in den Skripten und Einsendearbeiten. Und die stehen halt häufig da bereit. Habe ich gerade auch schon erwähnt. Schauen Sie sich Altklausuren frühzeitig an. Vielleicht drucken Sie schon mal eine Klausur zu Beginn des Studiums aus, zu Beginn dieses Moduls aus, um einfach mal zu sehen, was sind denn für typische Aufgaben. Dann fällt Ihnen vielleicht im Studientext schon auf, ach, das könnte ja mal eine Aufgabenstellung werden. Probleme können Sie mit Kommilitonen diskutieren, entweder in Ihrer Arbeitsgruppe, muss man nochmal zurückspringen, oder eben im Moodle, im Diskussionsforum. Bleiben Sie mit Ihren Problemen nicht alleine, wenn Sie wirklich Probleme haben, ernsthafter Natur. Sie sollten natürlich ernsthaft bemühen, sich die Probleme erstmal selber zu lösen. Aber wenn es keine Lösung für Sie gibt, diskutieren Sie mit Ihren Kommilitonen über die Probleme. Alte Klausuren unter Klausurbedingungen lösen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist sehr, sehr häufig einfach, Lösungen nachzuvollziehen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise irgendwie sich eine Musterlösung herorganisiert haben und die Klausur dazu organisiert haben, gucken Sie sich die Aufgabe schon an, gucken in die Musterlösung und denken, ach ja, ist ja logisch, klar muss ich das so und so buchen, klar muss ich das so oder so berechnen. So sieht eine Klausur aber nicht aus, eine Klausursituation. Deshalb sollten Sie alte Klausuren unter Klausurbedingungen lösen. Das heißt, Sie drucken sich die Klausur aus, stellen sich einen Wecker auf die entsprechende Zeit, drehen die Klausur um, starten den Wecker und probieren diese Klausur von vorne bis hinten zu rechnen. Wenn Sie das gemacht haben, beispielsweise nach 2 Stunden, klingelt der Wecker, drehen Sie die Klausur wieder um, dann gehen Sie erst an die Lösung, an die Musterlösung, die Sie sich ausgedruckt haben, und dann gucken Sie, habe ich das denn jetzt richtig gemacht? Weil nur so kann man wirklich erkennen, wo habe ich noch Defizite, wo habe ich noch Schwierigkeiten, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht. Lösungen nachzuvollziehen ist ungefähr so wie Lottozahlen der letzten Woche nachzuvollziehen, sehr einfach. Dann wären wir alle schon Millionäre. Aber andersrum ist es leider realistischer. Aufgabenvideos ansehen.
Wir stellen in der Moodle-Lernumgebung im Regelfall Aufgabenvideos bereit zu bestimmten Themenbereichen oder für Klausuren, je nachdem. Die Moodle-Lernumgebung ist dynamisch, je nachdem, was wir gerade für wichtig erachten, stellen wir Videos bereit. Da sind nochmal vielleicht zusätzliche Hinweise, um bestimmte Sachen zu erklären, die vielleicht aus dem Skript oder aus den Büchern oder aus den Aufgaben nicht selbstverständlich sind. Unlösbare Fragen an Mentoren und Betreuer rechtzeitig stellen. Sie können sich vorstellen, das Modul Buchhaltung ist ein sehr gut das Modul externes Rechnungswesen ist ein sehr gut frequentiertes Modul. Das heißt, gerade vor den Klausuren haben wir sehr, sehr häufig ein hohes Mailaufkommen. Und Fragen, die wahrscheinlich nur ein oder zwei Tage vor der Klausur gestellt werden, können dann nicht immer beantwortet werden. Das heißt, setzen Sie sich frühzeitig mit dem Stoff auseinander, dann können Sie auch frühzeitig die Fragen stellen, die Sie nicht verstanden haben. Wir sagen immer, Sie müssen im Prinzip spätestens eine Woche vor der Klausur Ihre letzten Fragen gestellt haben, damit sie noch rechtzeitig beantwortet werden können. Ich gehe ganz kurz auf den formalen Klausuraufbau ein. Das finden Sie auch im Regelfall nochmal in den Klausuren, die wir bereitstellen, vorne drin. Die Klausur besteht aus einem Aufgabenbogen. Können Sie auch runterladen von den Altklausuren, wo die Aufgaben drin stehen, und einem Belegbogen. Den finden Sie zum Beispiel auch hier in den Hilfsmitteln, in denen die Lösungen einzutragen sind, ähnlich wie in dem elektronischen System, was wir hier nutzen, aber eben handschriftlich. Deshalb ist es nicht ganz unwichtig. In der Regel gibt es 4 bis 5 Aufgaben mit Unteraufgaben. Das kann aber auch variieren. Die Unteraufgaben können aufeinander aufbauen, müssen es aber nicht. In der Regel ist jede Aufgabe zu einem Kurs, das heißt Aufgabe 1 und 2 sind zum Kurs Buchhaltung, Aufgabe 3 ist zum Kurs Steuerlehre und die Aufgaben 4 und 5 sind zum Kurs Jahresabschluss. Das muss aber nicht sein, man kann durchaus auch mal Transferaufgaben abfragen, das heißt Kurse miteinander verbinden. Es sind alle Aufgaben zu bearbeiten, es gibt keine Wahlmöglichkeiten. Die Punkte sind pro Aufgabe angegeben, das ist ganz wichtig für die Klausurplanung. Das heißt, Sie müssen die Zeitrestriktion beachten. Sie haben 240 Punkte für 120 Minuten. Das heißt, wenn Sie eine halbe Stunde an einer Aufgabe sitzen, die nur 5 Punkte bringt, haben Sie etwas falsch gemacht. Deshalb ist es ganz wichtig, die Punkte pro Aufgabe sich anzugucken und dann ungefähr zu gucken, sitze ich jetzt wirklich diese Zeit da dran, die angemessen ist, um die entsprechenden Punkte der Aufgabe zu holen. Komme ich zu den Aufgabentypen. Klassischerweise für den Kurs Buchhaltung haben Sie Buchungen, die Sie vornehmen müssen. Da empfehle ich Ihnen schlicht und einfach mal zu schauen, wie sieht das in den alten Klausuren aus, was sind so typische Buchungen. Die können aus allen Bereichen des Skriptes Buchhaltung stammen. Ganz einfach, Konto 1 soll ein Konto 2 haben und dann den Betrag eintragen. Gegebenenfalls gibt es noch Zusatzeintragungen, beispielsweise kann man nach einem Paragraphen aus einem Gesetzestext fragen oder eine gesonderte Berechnung abfragen. Berechnungsaufgaben ist der zweite große Block. Da müssen Sie gegebenenfalls irgendwelche Werte ermitteln, beispielsweise Abschreibungsbeträge, und an die angegebene Stelle eintragen. Auswahlaufgaben, Multiple Choice, kommen sehr, sehr häufig in den Klausuren vor. Meistens zu jedem Bereich eine Multiple Choice Aufgabe, kann sein, muss aber auch nicht. Da müssen Sie mögliche Antworten mit aufsteigender Nummer, oder werden Ihnen Antworten vorgegeben mit den Nummern 1 bis 5 und Sie müssen diese in aufsteigender Nummer in den BRW-Bogen eintragen. Wenn Sie keine der Antworten für richtig halten, müssen Sie eine 999 eintragen. Wichtig, das sind so die typischen Aufgabentypen, aber darauf ist eine Klausur nicht unbedingt beschränkt, sondern es kann durchaus mal sein, dass wir uns für ein Semester auch eine neue Aufgabe oder einen neuen Aufgabentyp ausdenken. Die Regeln zur Klausur stehen auch wieder vorne in der Klausur drin, sind aber sehr wichtig für die Auswertung der Klausur mittels des BRW-Bogens. Die Klausur besteht eben im Regelfall aus Aufgaben zur Buchhaltung, zur Steuerlehre und zum Jahresabschluss. Sie müssen zuerst die Klausur auf Vollständigkeit überprüfen. Das heißt, einmal durchgucken, sind wirklich beispielsweise von Seite 1 bis Seite 20 alle Seiten vorhanden. Reklamieren Sie am besten sofort, damit Sie nicht aus Versehen Aufgaben nicht bearbeiten können, weil einfach die Seite fehlt. Sie erhalten einen entsprechenden Erfassungsbeleg, da kommen wir gleich noch zu. Der hat die Buchungsnummern 110 bis 390.
Und den müssen Sie mit Bleistift oder mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber sauber ausfüllen, und zwar rechtsbündig. Es sind persönliche Daten, die Matrikelnummer einzutragen. Ganz wichtig auch die Unterschrift, weil nur mit der Unterschrift kann man im Nachhinein wirklich überprüfen, sind Sie derjenige gewesen, wenn irgendwann ein Zweifel besteht, der diese Klausur geschrieben hat. Wenn man mal die Matrikelnummer vergisst, ist es nicht ganz so tragisch. Hauptsache die Unterschrift ist da, die persönlichen Daten sind da. Die Matrikelnummer ist nur für das System einfacher zu erkennen, dass man sofort den Bogen Ihnen zuordnen kann. Spätestens 10 Minuten vor der Abgabe, vor dem Ende der Zeit, müssen Sie anfangen, in den Belegbogen einzutragen, weil wirklich nur das, was im Belegbogen steht, bewertet wird. Da müssen Sie für Ihr Zeitmanagement, Ihren Wecker oder Ihre Armbanduhr entsprechend einstellen, darauf achten, dass Sie rechtzeitig genug in den Belegbogen eintragen. Sie dürfen nur vom Prüfungsamt vorgegebene Taschenrechnermodelle benutzen. Sie sehen die aktuell gültigen Taschenrechnermodelle hier, das kann sich aber auch gelegentlich ändern, wobei einmal gültige Taschenrechnermodelle nicht kurzfristig einfach geändert werden, sondern da ist eine gewisse Konstanz drin, dass Sie diese Modelle das ganze Studium nutzen können, wenn Sie in relativ normaler Zeit abschließen. Schauen Sie vor der Klausur nochmal ganz kurz nach, ob Ihr Taschenrechnermodell wirklich das erlaubte Modell ist oder ein erlaubtes Modell ist. Sie dürfen den Kontenplan nutzen, den finden Sie als Internet, Ausdruck als PDF, auch unter den Arbeitsmitteln in der Moodle-Lernumgebung. Dort dürfen keine zusätzlichen Eintragungen in Form von Zeichen oder Ähnlichem sein. Sie dürfen unkommentierte, wirtschaftlich relevante Gesetze mit in die Klausur nehmen, wobei es sich empfiehlt, zumindest die Gesetze mitzunehmen, die in den Skripten angesprochen werden. Oder man kann vielleicht auch mal in Alt-Klausuren gucken, bei Multiple-Choice-Fragen, gibt es da das eine oder andere, wo ich einen Gesetzestext hätte gut gebrauchen können, weil da was Bestimmtes drinsteht, beispielsweise bei der Frage nach Einkommensarten, HGB, BGB, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Publizitätsgesetz und Steuergesetze. Damit sind Sie im Regelfall schon sehr gut ausgestattet. Es dürfen keine Eigenausdrucke mit in die Klausur genommen werden, sondern wirklich nur Bücher, die Sie sich entsprechend gekauft haben, weil Eigenausdrucke zu gut manipulierbar sind. Farbige Unterstreichungen und farbige Klebezettel sind erlaubt, aber jede zusätzliche Eintragung in Form von Zeichen, egal welche Art von Zeichen, ist verboten. Wir haben hier mal so einen Beispielzettel genommen, was man machen kann. Oben in dem obersten Block sehen Sie Textmarkierungen, einmal mit Textmarke, einmal mit Buntstift. Im nächsten Block sehen Sie Unterstreichungen, einfarbig, mehrfarbig. Dann gibt es noch Quermarkierungen, die auch erlaubt sind. Oder es gibt eben auch Schraffierung als Markierung und das ist auch erlaubt. Aber wie gesagt, keinerlei Zeichen oder zusätzliche Eintragungen und natürlich auch keine farbigen Markierungen, die einen Code darstellen, ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber, einen Morse-Code, wo man bestimmte inhaltliche Sachen daraus ableiten kann, dergestalt, dass sozusagen Schriftzeichen ersetzt werden. Ansonsten sind farbige Gestaltungen erlaubt. Wichtig natürlich, die Gesetzestexte oder Klebezettel oder der Kontenplan darf natürlich auch nicht während der Klausur beschriftet werden, weil eine Aufsicht kann einfach nicht sehen, haben Sie das vorher beschriftet oder während der Klausur? Und daraus ergibt sich ganz logischerweise, die entsprechenden Dinge dürfen auch während der Klausur nicht beschriftet werden. Regeln zur Klausur, Teil Buchhaltung, da geht es wirklich darum, jetzt, wie kann das System das am besten erfassen. Grundsätzlich sind die Buchungssätze nach Höhe der Beträge einzusortieren, das ist die Buchungsregel 1. Ausnahmen gibt es hiervon nur, wenn das ausdrücklich genannt wird. Beispielsweise, wenn in der Aufgabenstellung steht, buchen Sie chronologisch. Das macht manchmal beispielsweise bei Abgrenzungen Sinn, dass erst das alte Jahr gebucht wird und dann das neue Jahr gebucht wird. Keine Bruttobuchungen mit Rückbuchen, das ist die Regel 2. Hier haben wir das Beispiel Rücksendung unbezahlter Handelswaren durch Kunden. Wir haben 10.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Richtig ist, dass Sie einzeln buchen den Umsatz, 58 an 140, 10.000 und danach die Mehrwertsteuer 175 an 140. Falsch ist in diesem Fall, den Bruttobetrag zu buchen zuerst und dann die Umsatzsteuer zurückzubuchen. Wenn Sie mal denken, ein Vorfall ist nicht buchungsrelevant, das kann durchaus mal vorkommen, oder es bleiben
Zeilen über, die Sie nicht füllen können mit Ihren Buchungen, tragen Sie dort bitte eine 199, 199, 1 ein. Also 199 im Soll, 199 im Haben und 1 im Betrag. Wir rechnen mit einem normalen Umsatzsteuersatz von 19%. Der ermäßigte Umsatzsteuerbetrag aktuell beträgt 7%. Sollten sich die Umsatzsteuern irgendwann mal dauerhaft ändern, werden natürlich die entsprechenden Umsatzsteuern fällig. Das wird aber dann auch im Vorweg der Klausur bekannt gegeben und es steht auch in der Klausur selber nochmal drin. Im Geschäftsjahr verursachter Aufwandertrag ist so deutlich wie möglich von früher oder später verursachtem Aufwandertrag zu trennen. Das ist die Regel Nummer 5. Da geht es beispielsweise darum, dass Sie periodenfremde Aufwendungen auch als periodenfremde Aufwendungen wirklich buchen. Innerhalb einer Teilaufgabe ist genau zu rechnen, jedoch der gerundete Betrag einzutragen. Bei aufeinander aufbauenden Teilaufgaben ist mit den gerundeten Beträgen weiterzurechnen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise die Aufgabe 1a haben, müssen Sie innerhalb dieser Aufgabe 1a genau rechnen. Wenn Sie aber dann mit der Aufgabe 1b fortfahren und dort auf Ergebnis aus Aufgabe 1a zurückgegriffen wird, nehmen Sie bitte den gerundeten Wert. Es wird kaufmännisch gerundet, das heißt ab 0,50 auf volle Beträge aufgerundet und unter 0,50 auf volle Beträge abgerundet. Diese Regel gilt auch für Aufgaben zum Jahresabschluss und wenn mal Rechenaufgaben zur Steuerlehre dabei sein sollten, gilt das natürlich ebenso. Kommen wir zum Schluss noch zum Belegbogen. Es ist wichtig, dass Sie sich rechtzeitig genug mit diesem Belegbogen auseinandersetzen, weil er wird Ihnen das erste Mal in der Klausur über den Weg laufen. Möchte ich nochmal zurückspringen. Beispielsweise können Sie bei einer realistischen Klausurvorbereitung sich diesen Belegbogen ausdrucken. Den finden Sie auch wieder in der Moodle-Lernumgebung unter den Arbeitshilfen und das Eintragen selber dort auch schon probieren. Was ist wichtig bei so einem Belegbogen? Adressdaten habe ich gerade schon gesagt. Eintragen, damit wir auch wirklich wissen, wessen Belegbogen ist es. Die Matrikelnummer ist wichtig, damit das System erfassen kann, wer ist der Kandidat, wer ist die Kandidatin, die diesen Belegbogen ausgefüllt hat. Ganz wichtig ist die Unterschrift. Die Unterschrift ist darum wichtig, damit man wirklich im Zweifel nachvollziehen kann, haben Sie wirklich diesen Belegbogen ausgefüllt. Tragen Sie rechtsbündig ein, ohne führende Nullen. Das heißt, auf der rechten Seite eintragen. Tragen Sie sauber ein, dass man die Zahlen gut erkennen kann. Halten Sie die Kästchen ein, das heißt nicht auf dem orangenen Rand eintragen. Und denken Sie daran, Sie dürfen zwar mit blauem und schwarzem Kugelschreiber eintragen, aber Bleistift ist radierbar. Sollten Sie mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber eingetragen haben, es nicht mehr wegmachen können, streichen Sie es durch, schreiben Sie beispielsweise darüber oder darunter. Markieren Sie genau, wozu Ihre Eintragung dann gehören sollen, weil in diesem Fall erkennt nicht die automatische Erkennung das, was dort steht, aber eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter guckt sich dann genau an, ist das, was darüber oder darunter steht, wo soll das zugehören, dann wird das natürlich auch entsprechend gewertet. Das muss nur ganz deutlich dann dazu geschrieben oder markiert werden, wo es hingehört. Wichtig dabei ist, nur auf der Vorderseite schreiben, nicht auf der Rückseite schreiben, weil diese Belegbögen eingescannt werden, es wird sich nur die Bilddatei angesehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind mit diesem Informationsvideo fertig. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei der weiteren Bearbeitung des Moduls und nachher natürlich auch bei der Klausur.